Die US-Ladies stehen unter Zugzwang. Zwei Spiele, zwei Niederlagen lautet die Bilanz der Mädels im Blau. Ihnen gegenüber der Favorit des Maccabi-Turniers, die Niederländerinnen, welche beide Partien gewannen. Mit diesem Kampfschrei und einem leichten Lächeln geht's in die Partie. Die Niederlande von Anfang an mit mehr Spielanteilen. Kein Wunder, denn vier der Mädels spielen in der ersten niederländischen Liga. So auch Anne-Sara Breuer mit der ersten kleinen Chance. Neben den Erstligamädels sind aber auch Spielerinnen aus unterklassigeren Teams bei Oranje am Start. Auch das ist der ganz besondere Reiz an den European Maccabi Games. It's very nice. They learn a lot. Das ist toll, die lernen eine Menge von uns und ich lerne viel von ihnen. Ich kann jetzt auch mal mit nicht so guten Spielerinnen zusammenspielen. Das ist super, mir gefällt's. Very nice. I like it. Auch Teddy Kloster kann also noch lernen. Sie spielte bereits bei Amsterdam und den Bosch in der ersten Liga. Trotz ihrer zarten 20 Jahre beendet Teddy aber nach dieser Saison ihre Karriere, die European Maccabi Games also ihr letztes Turnier. Wenn es für die Niederlande so weitergeht, schließt sie ihre Karriere mit einem Titel ab. Dazu muss aber erstmal gegen die USA gewonnen werden. Zur Halbzeit steht es zunächst nur 0:0. Die Chancenauswertung der Holländerinnen mit Pech im Abschluss und auch bei Strafecke die Niederlande ohne Erfolg. Im zweiten Durchgang dann wieder das gleiche Bild. Oranje am Drücker und diesmal endlich mit dem Treffer. Goodsmead mit dem 1:0. Ja, und ist der Knoten einmal geplatzt, läuft's einfach. Schöner Konter, Breuer auf Kloster. Drin ist das Ding 2:0. Und weil's so schön war, einfach gleich noch einer hinterher. Teddy Kloster mit einem super Solo und ihrem zweiten Treffer der Partie. It feels great. Yesterday Das fühlt sich super an. Ich habe ganz gut gespielt, so wie im Spiel davor, aber ich möchte immer gewinnen. Ich war sehr froh, ein Tor zu schießen und das letzte war richtig super. Ich bin glücklich. Und einen Treffer haben wir noch, allerdings nicht im Tor. Aua, glücklicherweise ist da nichts Schlimmeres passiert. Deborah Feimer kann direkt nach der Partie auch schon wieder lächeln. Und dazu gibt's ja auch allen Grund. Mit dem 3:0 Erfolg holt sich Oranje den Gruppensieg. Im Halbfinale wartet dann erneut die USA. 2, 3, 4.